auf meinem Twitch-Kanal. Wir sind heute bei der Gran Turismo Racing Series auf der Nordschleife unterwegs. Ich hole mir gerade noch mal einen Moment, einen Moment, einen Moment. Die wichtigen Infos auf den Schirm. Und dann gehen wir mal ganz kurz schnell die Tabelle durch und gehen nebenbei rein. Dann geht ja auch gleich los. Wir haben auf dem Tabellen ersten Platz momentan befinden den Jago von Nexus Racing, dicht gefolgt vom Teamkollegen Flubber. Und danach haben wir den ersten von LST Sim Racing, den Gitano. Dann von SBM, den Excellen. Dann auf Platz 4, auf Platz 5 den Prunkster, auch bekannt als LMP Prunky, wenn man den GT7-Namen nimmt. Dann haben wir Henki, ebenfalls LST Sim Racing Austria dabei. Siebter Platz momentan bei Mojo von LMP. Dann No Nickname auf 8. Pascal momentan auf Platz 9 von SBM. Papa Drache momentan Platz 10 in der Tabelle. Dann Evo Tobi auf Platz 11. Philipp auf der 12. Jogurte auf der 13. Klecks auf der 15. Dann haben wir dazwischen noch Mr. Freezy auf Platz 14. Volley auf 16. Und dann haben wir den Galahad auf 17, Mr. Kittem auf 18, Leroy auf 19, Opus auf 20, Fabi auf 21, Rilego auf der 22, Fisebi auf der 22, auf der 23 und Flo Spam S. Genau, wir gucken aber mal, wer hier alles mit drin ist. Gitano haben wir da, Leroy, No Nickname, Philipp, Wolli, Excellen, Jago, Henki, Chogote, den Klecks und den Papierdrachen. Zwei sind noch da, da sind Mojo und Chris. Also in 8 Minuten geht's Qualifying Start. Wir haben eine Hotlap. Wir können ja mal rausgucken. Dann machen wir nämlich den Chat nebenan an. Habt ihr schon mal die Infos? Verschleiß ist 1-1. Dass wir das nicht vergessen. Und genau, es wird gefahren die Nordschleife, die große. Aber ich mache jetzt definitiv meinen reizenden Chat an, dass wir auch alles mitkriegen. Wenn Fragen sind, stellt sie. Excellent, momentan Platz 2,40 nochmal. Gehe ich mal kurz eine Runde warm. Genauso wie Chogurta, der hier 3 Sekunden hat und immer wieder in die Wand einrastet. Also nochmal ein neuer Versuch. Nochmal neu rausfahren, nochmal neu durchstarten. Ja, der ist auch dabei. Dann fahren jetzt, glaube ich, alle so allmählich raus. Obwohl, die will noch nicht. Leroy möchte auch nicht. Gitano steht. Excellent ist zurück rein. No Nickname steht auch noch. Philipp ist raus. Sofort raus. Klecks dreht ein paar Runden. Wir haben hier definitiv auch viele Teams mit dabei. Hier ist nicht nur eintönig, immer nur ein Team, sondern hier ist das Fahrerfeld bunt durchgemixt. Sei es LMP, sei es NAC oder LST, was wir da alles noch mit dabei haben, SBM. Und dann Opus war auch mit dabei. Ich gehe nochmal ganz schnell für kleine Tiger. Dann bin ich wieder für euch da. Thank you.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Flubber. Schön, dass du da bist. Aber ich glaube, du musstest fahren, wenn ich nicht recht entsinne. Oder warst du heute außen vor und fährst gar nicht? Nee, du stehst gar nicht drauf. Bist gar nicht in der Lobby. Also hast du Pause. Ich glaube, ich hatte auch das Fahrerfeld aufgelistet. Ich hatte es bloß nicht vorgetragen. Da stand Flubber nämlich nicht drin, nur in der Tabelle. Henki steht und wir haben 50% statt 40. Okay. Nett. So, will ich nicht sehen. Wollen wir jetzt anders rausgehen? Nee, mach heute Pause. Ach so, heute darfst du mal zugucken. Bitte noch bitte den nötigen Platz lassen. Achso, das war nicht für uns. Ups. Wollen hier aber alles up to date mitkriegen. Das will ich auch nicht verpassen. Philipp fährt auf Platz 1. Also wir gehen ja gleich erst in die Quali. Da war ja auch laut den Informationen eine Hotlap. Heißt eine Boxenrunde zum Strecke erkunden. Und dann muss eine schnelle Runde folgen. Wer rausfliegt, wer sich verhaut, darf nicht nochmal fahren. Eine Hotlap heißt eine Hotlap. Dann lasst euch Platz bei zwei kämpfen. Das ist natürlich auf der Strecke hier ganz, ganz wichtig. Wir wissen alle, Nürburgring hat beide türkischen Abteile. Quasi Start. Philipp stellt sich an die Seite, Gitarre direkt noch. Wir sehen aber auch, die Strecke wird leicht feucht. Also Dunst liegt drauf. Gitano ist reingesprungen, nur Nickname. Oder Papier 3 mit 500. Springt aber auch zurück. Jetzt ist nur noch exzellent draußen. Gucken, wann er es mitkriegt. Fährt er. Technisch sind wir hier gut bestückt. Henki auch mit dem Lambo. Hat da 3 Sekunden bekommen. Nee, nee, nee. Einen wunderschönen Mojo. Auch dir herzlich willkommen in meinem Stream. Aber du stehst definitiv da und fährst. Da ist auch Mr. Freeze. 13 Fahrer, der 14. kommt gerade. Eieiei, da wirft Axel jetzt schon fast das Auto weg. Guten Abend, Jago. Einen wunderschönen gewünscht. Guten Abend, Mojo. So, stehen jetzt alle drin. Ne, da fehlt nur einer. Mr. Freezy. Gutes, viel Spaß. Spaß. Ja, dir auch, Mojo, auf jeden Fall auch Daumen gedrückt an jeden Einzelnen, dass jetzt nichts schief geht. Auch dir einen wunderschönen guten Abend, Ralf. Suizid ist reif. So, Klecks 3 Sekunden.
Hört die jetzt auf hier? Ich gehe von aus, alle fahren in die Boxenausfahrtsrunde. Ich habe da hier gerade keine Ahnung. Chris vorne weg. Da ging es gerade irgendwie quer. Wer war das? Keine Ahnung. Wir werden es nie erfahren. Puppe geht auch, aber dir auch. Guten Abend. Na okay. Dann nehmen wir dich Puppe. So, Henki im Lambo. Dann No Nickname im BMW, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Lex ebenfalls BMW, dann haben wir Jugurta mit dem Lambo. Philipp, glaube ich, war auch BMW. Aber ich glaube, ich bin einfach nur doof und kenne keine Autos. Ne, da ist ein BMW. Ach, ich habe hier keine Ahnung. Das ist jetzt weg. Ach, ist mir egal. Autos bin ich kein Kenner. Verzeiht es mir. Da lasse ich euch allen Vortritt. Hallo David, einen guten Abend. Leroy hier 3 Sekunden. Der fährt hier auch irgendwie out of map. Ne, da ist die Karte auch wieder. Mr. Freezy 4. Mojo 3. Wolli auf 2. Im Lexus. Dann haben wir hier Opus Chris momentan 1, nicht gefolgt vom Gitano oder Gitano. Danke David. Danke, danke. Boxenrunde. Alle drin sollten jetzt definitiv alle 14 Fahrer auf der Strecke sein. Ich mal beim Chris. Können auch in die Perspektive gehen, müssen wir hier von drin den Überblick schaffen. Können hier wirklich mal eine Runde mitfahren. Wir können aber auch die Perspektive nehmen, dann sehen wir hinten im Rückspiegel den Gitano, wie er da noch hinten dran hängt. Wir sehen natürlich auch, wie Chris, sein Rennfahrer, hier drin agiert. Hautnah, als wenn wir die Runde mitfahren würden dabei. Also anschnallen. Festhalten, wo es geht. Hier wird es schnell. Wir haben auch die Bronze-Nordschleife und den GP-Ring. Also wir haben definitiv den 24-Stunden-Ring. Und hier ist alles möglich. Dich hört man sehr leise. Hey. Ich kann was probieren, ob das hilft. So vielleicht besser. Ansonsten muss ich ein bisschen lauter reden. Wir gehen mal wieder die direkte Ansicht. Ja, da haben wir nicht nur den Chris zeigen können, ja hier so ein bisschen auf alle durchgehen. Hallöchen, Lagero, einen wunderschönen guten Abend, liebe Larissa. Ja, das passt, na dann ist ja supi. Wenn ich, wie gesagt, kann ich auch das Mikrofon so ein bisschen an den Mund halten. Dann hört man es vielleicht noch besser. So, dann gehen wir jetzt vielleicht mal zu Mojo. Oder Mojo. Aber ich würde eher sagen Mojo, hört sich besser an. Genau. Gucken wir uns mal jetzt alle so ein bisschen an. Noch haben wir die Boxen ohne Zeit.
dass wir hier ein bisschen alle Fahrer zeigen können. Ich glaube, nachher im Rennen ist es nicht mehr ganz so viel möglich, außer in den Zweikämpfen. Also man muss auch sagen, lacktechnisch hier auch einige Highlights dabei. Wenn man schon mal als Frau auf die jetzt Race Day Go 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 LST Go rockt heute das Ding. Ja, LST haben wir ja ein paar dabei, Mr. Freezy aber nicht. Soweit ich weiß. Leroy hat hier 3 Sekunden. Papierdrache. In einer coolen grünen Monsterlackierung. Wir wollen den Mojo sehen. LMP macht das heute. Ja, wir gucken mal. Okay, wir sehen Excellent hier. Oh. Cooles Manöver. Kann aber auch kommen, weil ich durchschalte. Am ersten dran am Chris. Wie gesagt, für das Ruckeln kann ich nichts. Nordschleife, ja, Pix. Da ist deine Nordschleife. Schalte es natürlich zur rechten Zeit wieder ein. Schon wurde hier im Lambo. Fährt sich die Reifen warm. No Nickname direkt da hinten dran. Dein Zuhause. Und da gab's den ersten Crash. Fängt ja schon gut an. Nur Nickname und Chogurte hier direkt schon mit Kontakt. Was ist da hinten mit Nickname los? Hat es jetzt zurück auf die Strecke geschafft. Oh, Smoker ist im Raum beigetreten. Ah ja. So. Ja, Smoker darf mitfahren, ist ein Platz frei geworden. Henki. Schreibt gerade, dass Smoker noch nicht starten darf. Der muss warten. Mal gucken. Henki fährt hier in der Luft, jetzt ist die Strecke da. Ansonsten haben wir noch Iago. Dann noch ein Zetti. Wir haben hier einige Fahrkracher drin. Und das schaut und hört man noch gern zu. Sofern es Nordschleife, geschweige doch Nordschleife ist, bist du ja sowieso immer einer der ersten, der dabei ist und mitfiebert. Finde ich toll auf jeden Fall. Da bist du echt ein großer Engel. Vorne externen, der jetzt seine Hot Lap hinlegt. Pix. Hoffe, ich werde sonst rot. Lass das. Aber danke fürs Kompliment.
Und ja, Strecke ist auf jeden Fall auch mega. Zumal du die Kombi ja echt recht hast. Also da warten wir jetzt mal ab, was hier geht. Du bist verpflichtet dazu mit deinem Namen. Ja, das definitiv. Das ist auch ein sehr, sehr mega Name. Bloß ich wollte mich nicht nach Monza benennen. Weil Monza ist so meine Favoritenstrecke, aber wir sind ja hier auf der Nürburgring. Nabend, Peldi, einen wunderschönen. Schön, dass du einschaltest. Exzellent, immer noch im Waldstück. Ich habe mir jetzt natürlich nicht die Kurvennamen angeguckt. Ahahaha. Aber jeder, glaube ich, kennt die Kurven. Ja, das. Wie gesagt, ich finde das mega. Da würde ich auch noch gerne hinwollen. Also. Mal sehen, was es ergibt. Aber jetzt erstmal virtuell muss bei mir reichen. Ansonsten kann man sich ja da bestimmt mal sehen. Also, Excellent jetzt immer noch allein unterwegs. Kein Vor, kein Hinter sich. Nächstes Jahr 24 Stunden, habe ich gehört von einem Vögelchen oder von einem Täubchen. Ja, müssen wir gucken. Wäre auf jeden Fall cool. Müssen wir, wie gesagt, mal echt gucken, dass wir das hinkriegen. Aber ich denke, da kann man darauf hinarbeiten, dass man das schafft. Also das soll mal das geringste Problem sein. Exzellent jetzt. Allmählich jetzt das Karussell, das er sauber nimmt. Stark gemacht vom Exzellenten. Kannst du. Musst du aber nicht. Du hast ja natürlich den Vorteil, ne? Wenn du da arbeitest, dann bist du ja eh vor Ort. Das ist natürlich dein Vorteil. Also da beneide ich dich dann schon. Aber wie gesagt, sollten wir hinkriegen, Pix. Aber wir waren hier vorne so. Excellent jetzt. Allmählich kommt der Göttinger Höhe näher. Sehr schön. So sieht's aus. Ja, genau. Also, Excellent hier jetzt definitiv gleich auf Göttinger Höhe. Dann mal gucken. Da gibt es einen leichten Jump. Aber auf der Strecke geblieben. Bei 6,18 bleibt jetzt nicht gerade stehen. Interessant wird die Endzeit. Ab durchs Belovez. Also da ist der Nürburgring-Kenner, der mir hier Tipps gibt. Sehr schön, sehr schön. Oh. Exzellent hier mit raus Richtung Wiese, aber zurück auf der Strecke abgefangen. Stark. Ja, jetzt haben wir die Göttinger Höhe. Was haben wir Höchstgeschwindigkeit? Ist ja mit Bob und Tuning. Geschweige nicht bei Bob. Nur Tuning.
diese LP-Punkte. So war das nicht mit Mob. Was laber ich? Göttinger. Ja, nicht Göttinger, sorry. Ah, Pix! Du machst mich wahnsinnig. Halt Döttinger. Habe ich ja gesagt. Und da geht Excellent in die Wand, aber 7,38, 8,97 hat er sicher. Gitano geht auch erstmal am Chris auf der Geraden dran vorbei, auf der Döttinger dran vorbei. Und wichtig ist, wo bleibt die Zeit stehen? Gitano 7,45,195. Philipp 7,48,080. Aber da sitzt noch ein Gitano davor. Oder? Dann Chris auf Platz Nummer 5. Jetzt runtergerutscht. Klecks vor auf Platz 4. 7,52,215. Chris 7,55,9,905. Dann haben wir auf 6 No Nickname. Nein, haben wir auf Platz 4. Hat sich vor Klecks gesetzt. 7,50,922. Dann Chibota auf 6. 7,53,856. Chris auf 7 vor Wolli mit 7,55,990. Wolli dahinter. 8 Minuten 4,72. Mojo 7,45,020. Rutscht damit noch vor Gitaro auf Platz Nummer 2. Dann müssen wir wieder durchgehen. Mr. Freezy bleibt auf 8 hinter Chogote. 7,55,446. Chris damit auf 9 gerutscht. Wolli 10. Hanky fährt noch. 7,55,592. Platz 10 vor Chris. Kommt hier hinten noch angeschossen. Papierdrache dreht auch noch. So setzt sich Leroy rein. Und Jago da oben noch vor Mojo. Also Jago sich nochmal vorne durchgesetzt. Wir gehen kurz zu Jago. Da ist er. 47,563. Also konnte sich hier nochmal auf Platz 2 setzen. Konnte Mojo da nochmal runterdrücken. Smoker darf sich jetzt dazu gesellen, wird von hinten starten. Wo ist? Ja, die zwei sind reingesprungen. Wechseln sie nochmal Reifen. Ja, Nickname startet mit Millions. Excellent genauso. Mr. Freezy. Wird bestimmt auch nochmal Reifen wechseln. Da haben sie, glaube ich, alle Medians drauf. Außer Wolli, der fährt weich. Chris will weich nutzen. Rest bleibt also sehr weich. Ja, Tatsache. Also gehen wir mal durch. Wenn alle da sind, Excellent jetzt wieder vorne auf 1. Also Excellent wird von der Pole starten, Jago von 2, Mojo von 3, Gitano von 4, Leroy von 5, Philipp von 6, 5 mit Start, 2024. Dann haben wir, da ist er weg. Nochmal in die Box rein gesprungen. Ein Großteil zumindest. Ach ja. 5 Minuten Start, 2024. Setup einstellen ist jetzt erlaubt. Also jetzt nochmal, wer was umstellen möchte. Ihr habt dazu die Zeit, die Möglichkeit.
Aber wir warten gespannt auf den Start. Jagu auf 2. No Nickname auf 3. Da fehlen aber noch welche. Ein Philipp, ein Leroy, ein Mojo, ein Gitano, ein Jogurte und ein Mr. Freezy stehen noch in der Box. Wäre lieb, wenn die Fahrer in der Lobby aufhören würden, Donuts zu drehen. Das wäre auf jeden Fall cool. Geschweige auch langsam. No Nickname, was versuchst du hier? Wir warten aber definitiv auf den Start und dann werden 14 Runden gefahren. In 2 Minuten Start. Wie sieht es hinten aus? Die Fahrer, die noch an der Box stehen. Wie sieht es mit dem Rausfahren aus, Mojo? Leroy, Philipp, Gitano, Jogurte und Mr. Freezy. Die fehlen auf jeden Fall noch. Ah, Mr. Freezy. Nochmal schnell Reifen umgeswitcht. Habe ich gesehen. Medians. Medians. Klecks und Smoker kuscheln hier mit den Front. Stoßstangen ihrer Autos. Auch ein sehr, sehr interessantes und schönes Bild. Dann Papierdrache mit der niedlichsten Lackierung, sage ich mal. Für Monster. Let's go. Noch ein gutes Rennen. Die machen kleine Zettis. Ja, ich glaube auch. Mal sehen. Ah, jetzt nicht mehr. Die hatten sie gemacht. Zettis. Excellent hier, wie gesagt, von Platz Nummer 1. Kurz raus, wir wollen nämlich die ganz interessante Sicht haben. Wir wollen nämlich die haben. Jetzt hier auf jeden Fall wieder alles an, um hier alles mitzubekommen. Auf jeden Fall exzellent. Da hinten. Lasst euch Platz, wenn ihr wollt. Gitano, Achtung, Philipp will da vorbei. Geht in die Wand vorbei, da gibt es vielleicht einen Kontakt. No Nickname schiebt sich da auch noch zwischen. Zu dritt ging es da gerade durch. No Nickname. Noch am Philipp dran vorbeigezogen. War hier also der Schlaue, der durchkam. Versucht es jetzt am Gitano außen rum. Ne, muss zurückstecken, bleibt dahinter.
geht's in Fünferkolonne. Weiter, Philipp jetzt am Nicknamen dran, geht innen. Nicht dran vorbei, muss nochmal zurückstecken. Rutscher hier. Rechter Quersteher beim Nickname. Aber Philipp bleibt immer noch dahinter. Kann sich hier nicht durchsetzen. Flex jagt Richtung Philipp. Aber Ack und Papierdrache ist auch nicht weit weg. Genauso wie Chogota, Mr. Freezy. Smoker, der sich schon auf Platz 12 hat vorgefahren. Henke abgefahren auf 13 runter. Sehr interessant auch der McLaren hier. Auf der Strecke. Henke da auch schon mit Zeitstrafe. Smoker will am Mr. Freezy vorbei. Kommt, dann bin ich so recht, denn Henke ist auch schon hinten dran. Setzt sich jetzt auf jeden Fall neben Mr. Freezy. Geht da auch klar dran vorbei. Mr. Freezy jetzt also vor Henke. Der Smoker will Chogota nun auch noch überholen, was ihm gelingt. Geht dran vorbei. Jetzt Jagd Richtung Papierdrache. Mr. Freezy, Henke, Wolli und Chris. Henke versucht noch weiterzugehen, muss auch noch zu sich zurücknehmen, kommt da nicht dran vorbei. Wolli wird hier nur irgendwo abgebremst. Geschweige Henke, nicht Wolli. Henke hat nämlich da irgendwo die Kurve zu eng genommen. Wird da gleich mal für die Strafe. Wir gehen aber vorgucken. Smoker natürlich auch Papier drauf überholt, die kriegt. Macht jetzt Jagd Richtung Knex. 2 Sekunden muss er noch rausholen. Philipp immer noch am Nickname dran. Da wird schon 2,3 Richtung Gitano verloren. Go, 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 NRC. Momentan Platz Nummer 2. Hält sich da vorne also stark. So, wird so ein bisschen abgeschlagen Richtung Nickname. Da kommt den Turm schneller durch. Klecks auch nur noch 1,1 Sekunden weg. Jetzt muss Philipp so allmählich aufpassen. Jetzt kommen wir 6 auch Richtung Smoker nur noch. 2,7 dafür Richtung Papier, 1,7 Richtung Chogota und Go LMP, Go LMP. Kommt davon David. Mojo 3. Klex momentan 8. Definitiv los. Chogota hatte auch einen Henke hinten dran. Nicht bekloppt machen lassen. Ist nur ein Henke. Oh, Chris ging da quer, Gras mitgenommen, Auto quergestellt und einmal ab in die Leitplanke. Das ist natürlich bitter.
nicht. Puppe, ach, ich feuer ja gar nicht. Ja. Puppe, das ist natürlich auch gut. Schön, dass du dich selber anfeuerst und gar nicht fährst. Mr. Freezy auf 15 hat er auch Frontschaden mitgenommen. Exit in 1,4 Sekunden Richtung Jago. Hat hier also definitiv ein bisschen Luft. 2,9. Jetzt auch 3 Sekunden nach hinten Richtung Mojo. Der sich hier solide und stark noch auf Platz 3 befindet. Eigene Motivation. Der Henki ist aber sein Teamchef. Ja, trotzdem muss er ja nicht nervös und klopft werden. Hätte ich ja, wird man ja eigentlich nicht beim Teamchef. 1,7 Richtung Mojo. Ich wäre jetzt 1,1. Jetzt kommt natürlich Gitano ran an Mojo. Wenn das beanstellt. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Philipp schon wieder fast dran. So. Smoker und Klecks wie Leroy. Smoker und Klecks, ja, ich sehe es gleich. Da könnte am Klecks vorbeiziehen. Hängt auf jeden Fall da schon mal gefährlich hinten dran. Und setzt sich dann eben, versucht zu über außen. Jetzt über innen. Ah, da kommt er noch nicht dran vorbei. Klecks weiter vorn. Nehmen wir auch wieder ein bisschen abgeschlagen. Ist da lieber Luft und denkt sich, okay, kommen die zwei Falken, da halte ich mich raus. Die werden schon sehen. Aber Smoker hier immer noch dran am Flex. Versucht hier wirklich wieder ranzukommen. Um den nächsten Angriff zu starten, um mir nochmal zu zeigen, ey, ich bin auch noch da, ich will vorbei. Aber erstmal bleibt Klecks vorne weg. Erstmal ist Klecks nicht einzuholen. Das Motor dann mit leichtem Kies ausritt. Klecks hat natürlich auch die weichen Reifen, dadurch einen kleinen Vorteil Richtung Smoker. Dafür jetzt auch Richtung Leo. Und da hinten Papierdrache am Leo dran. Papierdrache versucht da Richtung Leo Zeit gut zu machen. Kämpfe so leicht an jeder Ecke. Henki auch am Teamkollegen vorbeigezogen. Konnte sich also durchsetzen. Auf Platz 11. Chibote Platz 12. Wally auch 13. Chris 14. Mr. Freezy 15. Vorneweg 5,1 Sekunden hat er jetzt schon rausgeholt. 5 Sekunden auch für Jago Richtung Mojo. Der kriegt hier vom Gitano schon wieder Besuch. Halbe Sekunde. Ist er weg. Der hängt hier wirklich hinten dran. Lässt sich aber auch nicht bekloppt machen, fährt ruhig. Sondern die Gitano muss gucken, wie er das am dümmsten macht, da irgendwie vorbeikommt.
Trainer für eine stabile Linie. Sodass er hier leichte Probleme hat, da irgendwie dran vorbeizukommen. Go, 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 Gutano, hol ihn dir. Und da wird auch Gitano angefeuert. Dass er sich hier den Mojo zurechtlegt. Und kaum kriegt er Anforderungen. Versucht er hier wirklich ranzukommen, näher zu kommen. Zweite Runde haben wir. Go, go, Äxte. Und No Nickname, also auch SBM kriegt die Unterstützung. Nickname momentan auf Platz 5, Excellent fährt vorne weg. Smoker für Nexus ist auf Platz 8, Jago hält stark Platz Nummer 2. Bei LMP sieht's auch stark aus. Mojo auf 3. Klecks auf 7. Namen zusammen. Go, go, LMP. Guten Abend. Jack LaMotta. Und schön, dass du dabei bist. Aber Mojo. Achtung, Gitano ist nah. Der will vorbei. Wieder zurück. Aber noch kann er gut mithalten. Nickname immer noch vor Philipp. Eine Sekunde harter Luft zum Philipp. 2,3 Richtung Klecks. Gitano immer noch am dritten dran. Pascal freut sein Teamkollegen an. Gibt definitiv von jedem was dabei. No Nickname. 1,3 nach hinten Richtung Philipp hat nur. Ja, Klecks hier hinten immer noch mit Smoker zu tun. No Nickname geht da raus Richtung Sand. Damit Klecks und Smoker dran vorbei. Klecks jetzt Sechster. Smoker schon auf Platz 7 vorgefahren. Nickname da abgeflogen. Hat sich auf Platz Nummer 9 wieder einsortiert. Hat Papierdrache jetzt hinter sich. Hat sich da also zwischen Papierdrache und Leroy gesetzt. Und geht da auch schon wieder Richtung Wiese raus. Kann die Karre wieder, kann das Auto wieder abfangen. Papierdrache bleibt jetzt hinten dran. Henki kommt da auch schon an. P4. Oh, hier tauschen sich gerade die Plätze. Ja, Mojo fährt Mediens, Gitano fährt weich. Auto in dem Auto, Excellent auch das erste Mal drin. Oh, das durch Platz. Mojo dran vorbei. Gitano nochmal zurückgesteckt. Wenn auch da leichter Kontakt war. Bleiben aber draußen. Neue Führung. Jago auf der 1. Mojo 2. Gitano direkt dahinter auf Platz Nummer 3. Direkt immer dahinter auf 3. Dann haben wir Philipp jetzt auf Platz Nummer 4. Smoke über 5. Klecks noch dran vorbei auf 6. Papierdrache. Dran vorbei auf 7. Henki auf der 8. Position hat jetzt Excellent hinter sich auf 9.
Exzellent, schiebt sich da innen am Henki vorbei. Das Platz Nummer 8 macht Jagd Richtung Papier drauf. So. Nicht schwer sein, eine Hackfische zu greifen. War ja gerade in der Box. Papier dran, versucht über außen, bleibt aber dahinter. Geht jetzt nach außen und geht dran vorbei, setzt sich jetzt auch vor Papierdrache. Also exzellent, definitiv dran vorbei. Macht jetzt Jagd Richtung Lex. Wir gehen aber noch durch Klecks auf 6, 1,7 jetzt Richtung Smoker verloren. 2,7 nach vorne Richtung Philipp, 3,5 Richtung Gitano, der immer noch am Mojo dran ist. Ja, so 8,5 Sekunden Luft. Bitte die, die hier auf dem Nürburgring irgendwo rumkokeln, hört auf damit, die Strecke wird zu nebelig. Dann gehen wir mal in die Perspektive rein, zumindest in dem Abschnitt hier. Und Gitano da mit dem Schlenker, konnte es aber abfangen. Wird hier immer noch vom Gitano gejagt. Also wirklich kommt Gitano nicht vorbei. Jago 7,45, 1,42 auch gerade die schnellste Runde. Ja, der verteidigt echt gut. Macht er auf jeden Fall selber. Mittlerweile 1,9 Sekunden Richtung Klecks rausgeholt. Sauber Mojo weiter so. Nimmt sich hier vorne echt gut gegen. Gitano muss man ihm lassen, also toi toi toi. Platz Nummer 13. War aber auch schon mal in der Box.
manchen Leuten das noch nicht angezeigt. Aber auch nicht. Ja, die haben alle mehr drin. Das ist 50. Außer Leeway. Aber der befindet sich momentan auf Platz Nummer 13,2. Schweige 5,1 nach vorn. Richtung Chogorta. Plus 1,9 noch Richtung Chogorta. Aber auch nur knapp 700 Richtung Wolli. LMP. Ja, die sind gut unterwegs. Mojo, wie gesagt, 2. Hanky. Platz 9. Kapitel 1,3. Hanky hinter sich. 9,7 Richtung Excellent, der hängt hier am Klecks dran. Servo mit. Oder Nils. Von NRC. Excellent. Ist aber auch dran vorbei. Gut, der Excellent am Klecks. Ja, wo jetzt auch das erste Mal drin. Aber eigentlich würde er sagen Nils statt Nils. Excellent Platz 4, Jago, Gitano und Klecks drin. Excellent auf 4, Smoker auf Platz Nummer 3. Philipp auf Platz 2, Mojo hat natürlich Luft. 3,1. Hat jetzt also ein bisschen Ruhe, kann da, er braucht ja nicht mehr so wirklich pushen. Obwohl Philipp hat die Weichen drauf, aber ich glaube nicht, dass der groß auf Angriff geht. Kann ich gerne was besseres mit dem. So, Smoker immer noch Platz 3, 1,5. Richtung Excellent, der kommt jetzt natürlich auch näher. Weg. 1,5 könnte schneller sein. Kommt auch Smoker näher. Lift. Voll Excellent. Aber hinter Smoker. Eine Sekunde 3,40. Jetzt holt er natürlich Zeit raus. Hat aber natürlich auch Windschatten. Da muss natürlich auch passen jetzt. Aber nicht zu schnell in die Kurven geht. Dann auf 1,5 ausgebaut. Die Purple Side. Ja.
auf Platz 6. Smoker hier mit Excellent. Am Fighten. Excellent ist auch dran vorbei. Smoker da jetzt zurückgestellt, hat auch nicht wirklich viel Tank drin. Richtung Philipp, der hat auch nicht mehr viel drin. Mojo. Da auch schon Geschwindigkeit raus, man hat auch nicht mehr wirklich viel drin. Eieiei. Sorry, aber ich muss ins Bett. Ich bin ja wohl schlimmer. Go, 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 go. Alles gut, Jack. Dann geh ins Bettchen. Ruh dich aus, erhol dich. Gute Besserung auf jeden Fall auch. Dass es besser wird. Und LMP schafft das hier schon. Das ist von mir so, höhere Grafik geht nicht, da ich gerade momentan zweimal streame, einmal auf YouTube und einmal auf Twitch. Geht leider nicht anders, die Grafik. Tut mir dafür auch leid, aber unterstützt mein Gerät nicht. Streambeweis, dann geht natürlich auch mehr Excellent hier auch immer noch Purple Zeit. Bin da aber auch am Mojo vorbei, der hat natürlich, wie gesagt, auch kaum noch was drin. Der ist froh, wenn er noch an die Box kommt. 10 Runden haben wir auch noch knapp. Vielleicht auf 3. Smoker 4. Also wenn der Stream aus ist, dann könnt ihr rückwirkend das nochmal in höherer Qualität gehen. Regeneration. Ah, Teufelsmann, das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Ansonsten Jago Platz 5, Papierdrache 6. Gitano auf Platz Nummer 7. Chris auf der 8. Chobota auf 9. 10 hat er ein Nickname hinten dran. Wie gesagt, ruh dich aus, Jack, alles gut. Eine Sekunde noch Richtung Klex hier von Leroy. Also Klex will hier Platz Nummer 11 mitnehmen. Sekunden hinter Klecks. Mojo, Philipp, Smoker müssten drin sein. Ja.
Links auf Leeway verloren. Handy am Plex, 1,1. Vorne auch Jago. Zurück auf Platz Nummer 2. Gitano jetzt momentan 3. Mojo kommt hinter Philipp raus. Philipp da vor Mojo rausgekommen. Mojo ist dran. Smoker genauso. Fest. No, no. Philipp da raus auf der Wiese. Aber ohne Schaden. Sie gefallen auf Platz 6 Mojo und Smoker, Platz 4 und Platz 5. Können die jetzt Jagd Richtung 7,7 entfernten Sekunden Richtung Gitano machen. Der hat 26,1 Richtung Jago. Der wiederum 18,6 nach vorne Richtung Excellen. Hier hinten Mojo und Smoker. Ach, was ich vorhin vergessen habe, wir sind in der Season 8, Rennen 5. 5 Runden haben wir, 14 müssen wir. Heißt, wir sind 9 Runden noch am Fahren. Heißt, es hier noch fahren. Mojo verliert hier auch so ein bisschen Zeit, wollte ich gerade sagen, Richtung Smoker. Z4, BMW Z4. Also BMW Z4, also Zeti gegen Zeti. Das ist nur hier ein Tucken schneller unterwegs. Also 1,3 ausbauen. 5,1 noch nach hinten richten. Philipp, der muss aufpassen. Nickname ist hinten dran. Exzellent 47379 auch die schnellste Runde. Und sich also da definitiv nochmal verbessern. Und sogar die schnelle Rundenzeit mitnehmen. Nickname auch an Philipp sauber vorbeigekommen. Was eine Kamera so in dieser Kurve. Also ich bin ja begeistert. Wir haben uns die Lackierung bis auf den kleinsten Lack Popel, würde ich jetzt fast sagen, da angucken. Gegen kleinen Pixel des Lacks. Philipp 7, Leroy 8. Hat auch 4,2 nach hinten Richtung Klex, der immer noch 1,1 Richtung Henki. Nach hinten Richtung Papierdrache. 29,3 Richtung Schokorte. Plus 5,3 Sekunden nach vorn. 5,7 nach hinten. Wo hier hinten Wolli. Am Mr. Freezy dran. Richtung wurde, also da hat er auch wieder ein bisschen Zeit verloren. Und zwar
Platz 4. Also jetzt für Nexus Platz 4 und Platz 2 momentan. SBM Platz 1 und Platz Nummer 6. LMP momentan Platz 5. Und hinten Platz Nummer 9. Und der Philipp hier auch schon wieder am Leroy dran, auf Leroy dran vorbei. War jetzt auch Richtung Leo, jetzt hat er Zeit verloren. Aber da ist erstmal nichts. Nein, Philipp verliert. 1,2 jetzt Richtung Leo, also jetzt erstmal Luft. Hank jetzt auch am Klecks vorbei, der ist hier irgendwo zu weit rausgekommen. Oder ich habe da irgendwas nicht mitgekriegt. Schade, schade. Hengi damit jetzt Platz Nummer 9, Klecks auf 10. Und noch 9,6 Richtung Papierdrache. Und 28,2 Richtung Chogorta. 6,8 Richtung Chris, 3,3. Richtung Mr. Freezy, 4,9 jetzt auch Richtung Wally. Und wie gesagt, immer noch 19,7 Sekunden vorne weg und hat da nochmal Zeit rausgeholt. 7, 38, 1, 2, 4. Hat hier also nochmal die schnelle Runde ausgebaut. Stark, hat aber auch keinen Druck. Wie sieht's jetzt aus? Konnte nochmal einen draufsetzen, 47,087, konnte sich also auch nochmal verbessern. Hat aber auch immer noch gute 30 Sekunden nach hinten Richtung Gitano. Smoker 5 Sekunden nach vorn. Richtung Gitano, 4,7 nach hinten Richtung Mojo. Der auf Platz 5. Seine Runden gerade dreht. Richtung Mojo, 3 Sekunden nach hinten Richtung Leroy. Bleibt 2,5 dahinter. 5,3 Henki. Und 3,1 Richtung Klecks. 10,8 Richtung Papierdrache. Mr. Freezy kommt näher Richtung Chris. Aber erstmal noch kein McLaren, der hier am
hier vorbeigeht. Ah ne, am Porsche, was natürlich beim BMW. Komm ich auch beim Porsche auf BMW, keine Ahnung. Für sie leichte Ruckler durch die Kurve. Mr. Freezy kommt dran vorbei und dann zeigt Chris hier so, nö. Ich bleib vor dir. Aber Mr. Freezy ist natürlich hinten dran. Ist ja auch am Chris vorbei und ich habe nicht kommentiert, was schlafe ich nebenbei oder was ist hier los. Also jetzt ist der Freezy auf 1,4 ausgebaut in Abstand Richtung Chris, 10,3 auch noch Richtung Rolli, hier vorne 21,4 Richtung Jaro, da kann er auch die 500 mitnehmen. Excellent, 33,1 Richtung Gitane, 1,6, Steige 1,5, jetzt sind wir noch Smoker. Könnte also dran vorbeigehen. Vorn, 6,7 nach hinten Richtung Nickname, 8,3 Richtung Philipp, 5,5 Richtung Henki, 2 Sekunden auch nur noch Richtung Klecks, 9,5 nach vorne Richtung Leroy, 3,6 nach hinten Richtung Papierdrache. Der hat natürlich große Luft, 26,1 Richtung Chogote. Der hier auch über die Luft fährt, da die Strecke gerade irgendwie spinnt. Guten Abend, Trax, einen wunderschönen, mein Guter. Wie geht es dir? Chogote, sie 10 Sekunden nach hinten. Achtung! Da geht ihm der Lambo quer. Aber ohne großen Schaden. Na, jetzt hat das Heck
Zerstört Excellent auch noch meiner Box. Natürlich Heckschaden bei True Water, dadurch kommt Mr. Freezy näher. Mir bestens? Das freut mich, das freut mich. Das freut mich doch. Damit Führungswechsel. Yago wieder an Platz Nummer 1. Excellent jetzt hinten auf Platz 2, auf Platz 2 rausgekommen. Nami vorne. Smoker. Geht am Gitano vorbei. Holt sich Platz Nummer 3. Gitano damit Platz Nummer 4. Aber noch ist die Gefahr nicht gewandt. Noch ist Gitano dran. Richtung Smoker. 15,8 Richtung Extern. 18,7, 18,8 jetzt Richtung Yago. Dann müssen wir mal abwarten, ob da noch mal was passiert. 9,6, 9,6 nach hinten. Richtung Mojo. Philipp. 17 Sekunden hinter Mojo. 5,7 nach hinten Richtung Henki. 1,5 jetzt auch nochmal Richtung Flex. Der holt jetzt natürlich Zeit raus. Zeit. Nickname auf Platz Nummer 9, 13,3 nach vorn. 3,7 Richtung. Immer noch beste Lackierung auf der Rennstrecke. Papierdrache, grüne Monster. Richtung Nickname, 32,1 Richtung Leroy. 1,6 Richtung Chowota, der sich da immer noch gegen Chris durchsetzt. Der hat da hinten schon wieder Mr. Freezy dran. Gehen rein, wird gehen mit, schauen uns das mal von innen an. Über die Strecke jagt.
Achtung, Mr. Freezy. Nicht dem Quiz da reinfahren. Aber stark reagiert. Also vielleicht kommt da nicht vorbei. Immer gut dran, aber nicht vorbei. Da ist er dran. Er kommt nicht dran vorbei, er kann machen, was er will. Gehen natürlich wieder raus. Chris hat aber definitiv auch die fetteren Reifen, wenn auch die Reifen, die Rennmedians. Also sie sind frischer, plus er hat mehr im Tank drin. Mr. Physik kann nicht mehr ganz so viel pushen. Obwohl die mittlerweile 45,1 Sekunden knapp hinten abgeschlagen auf Platz Nummer 15. Also heute irgendwie nicht so Wolli sein Tag. Oder Wolli liegt die Strecke einfach nicht so wirklich heute. Mr. Freezy versucht über außen, bleibt aber immer noch hinter. Chris kommt da nicht vorbei. Na, geht da über oben. Verliert dadurch ein bisschen Zeit Richtung Chris. Eine knappe Sekunde jetzt wieder weg. Das heißt, Exzellent wird wieder dran vorbeigehen. Jetzt sollte er dran vorbeigehen. Ob er es schafft, werden wir sehen. Geht dran vorbei ohne große Probleme. Am Jago. Smoker geht noch dran vorbei. Also Smoker jetzt Platz 2. Excellent Platz 3. Jago kommt da auf Platz Nummer 3 wieder raus. Nexus jetzt da mit Treppchen zu zweit sicher, wenn sie durchkommen. Da ist keine großartigen Fehler passieren. 7 Richtung Teamkollege. Mojo auf Platz 4, Philipp auf 5. Gitano, Klex, Henki in der Box. Nickname. Könnte auf jeden Fall dran vorbeigehen. Tut er auch, zumindest geht er an Klex und Henki vorbei, Gitano und Nickname noch vorne rausgekommen. Schweige Nickname hat schon oben drauf. Gitano und Philipp. Ne, Philipp war gar nicht. Nur Philipp dran vorbeigekommen. Tatsache, Gitano war wieder aus der Box gekommen. Nickname auf 7, Papierdrache auf 8, Henki auf 9. Klex kommt auf 10 wieder raus. 52,6 Richtung Chobota, 2,3 Richtung Leroy. Und hinten Mr. Freezy jetzt auch erstmal am Chris vorbei, aber Chris ist hinten dran. Schöner Zweikampf, definitiv.
Zweikämpfe können sie hier. Fluss auch immer noch hinten dran. Mit rein, gucken wir uns an, wie er ihn versucht, Mr. Freezy wieder zurückzuholen. Da merkt man, dass der Porsche nicht so wirklich guten Anzug hat. Dann ist der McLaren auf dem Anzug her schneller weg. Und in den Kurven kommt der kleine Flitzer von Porsche wieder ran. Es versucht. Jetzt verliert er natürlich Zeit Richtung Mr. Freezy. Leroy kann Richtung Tribute aufholen. Richtung Joe. 710 hängt er jetzt noch hinten dran. Das 1-2-4-Axel nicht mehr getoppt. Wir dran, wir gehen rein. Hängt hier am Lambo. Wirklich kommt Leroy auch nicht am Show vorbei, muss hier immer noch hinten bleiben. Jetzt hängt er sich rein. Geht auch dran vorbei, hat hier die schnellere Geschwindigkeit drauf. Aber Joe ist natürlich noch nicht weit weg, ist hinten dran. Und kann eins jetzt abgeschlagen. Und dann schraubt sich die Zeit nach oben. Wir gehen mal weiter nach oben durchgucken. Nummer 7, Papier 3 für 8. Denke ich 9, Flex auf 10. Neben 7. Gitano P.
Platz Nummer 6. Philipp auf Platz 5. Mojo auf Platz Nummer 4. Jago. Platz Nummer 3 hat 7,3 auf Richtung Teamkollege Smoker. Der auch nur 10 Sekunden in Richtung extra. Vorne 49,1 Richtung Chris. Und 3 Minuten 2 vorne Richtung Platz 1. Du bist aber immer noch am Mr. Freezy dran, ist jetzt auch schon wieder näher gekommen. Platz um. Kampf um Platz 13, nicht Platz um Kampf 13. Kampf um Platz 13. Chris will ihn zurück. In Dirtinger Höhe. Zeit. Kommt nicht so recht im Windschattenbereich. Können, aber auf der langen Geraden zieht er ab. Nein, zieht er nicht. Freezy geht rein. Chris damit. Platz 13 zurück. Show Platz 12. Leroy 4,7 auf Platz 11. 11,7 davor auf Platz 10. Klecks. 3,7 nach vorne auf Platz 9, Henki. 5,9 nach vorne Richtung Platz 8, den Papierdrachen. 26,4 nach vorne Richtung Platz 7, den Nickname. 4,4 Richtung Gitano auf Platz 6. 5,4 nach vorne Richtung Philipp auf Platz 5. 24,3 nach vorne Richtung Platz 4. Den Mojo da befindend. 20,9 nach vorne Richtung Platz 3. Jago von NAC. 4,5 jetzt auch nochmal Richtung Teamkollege. Smoker. 12,6 jetzt mittlerweile wieder Richtung Excellent rausgeholt. Excellent rausgeholt Richtung Smoker. 9. Runde sind wir. Also wir haben nicht mehr viele Runden, wir haben nur noch 5. Runden noch. Der Schlenker da von Excellent. Nochmal Luft hat er ja.
schon leicht rot. Ja gut, ich bin schon mehr drin wie Smoker. Da geht's für Jago leicht Richtung Leitplanke von Schander mitgenommen. Ich bekomme jetzt da wieder Smoker weg. Motor leicht nervös. Wir mal mit allen ein bisschen mitfahren. Wenn ich genau weiß, dass da Pix sein Herz aufgeht. Wenn wir eine Runde im City mitfahren. Box. Heißt ja, wir gehen dran, weil wir gehen aber nur in die Rausperspektive. Auch wenn ich gern im Zeddy sitze und dazu guck. Mal gucken, wann Smoker wieder rauskommt. Wir wird, denke ich, mal gleich auch angehen. Ja, Mojo geht ebenfalls rein, Philipp. Jetzt am Ende der Dinger hier. Mit Gitano hinten dran. Sekunden Richtung Nickname. 1,3 wieder Richtung Philipp. Jago auch vor Smoker raus. Hat er nochmal wieder nachgetankt. Smoker natürlich jetzt den weichen Reifen drauf.
Goal. Lenny kommt da vom neuen Bix. Gehen wir mal direkt zu Leroy. Momentan Platz 11. Vier Runden hat er noch. Aber er macht sich hier wacker. 4 Sekunden nach vorne Richtung Klecks, 18 Sekunden nach hinten Richtung Gurte. Geschmeidig Richtung Joe. Kann jetzt aber Zeit nach hinten rausholen, Joe, nämlich in der Box. Super, Lenny, super! Kommt da von Pascal. Also. Lenny. Ist nicht Leroy, was mache ich hier? Lenny ist. Weiß ich nicht. Entweder nicht nehmen oder. Ich bin doof. Wenn er denn heißt. Kommt von Milo. Also ich gehe von aus, ihr meint einen von den beiden. Geschweige denn. Ich weiß, wen sie meinen. Kann ich mir nur von Excellent ableiten mit Lenny. Habe ich recht, lieber Pascal. Sekunden Richtung Jaro. Ich denke, da wird jetzt nicht mehr viel passieren, aber er blinkt rot. Muss da, denke ich, noch mal tanken. Aber auch schon definitiv eine gute Zeit. 7:38, 1:24, also definitiv. Knechtelin. Ja, wir gucken mal, 20,3 immer noch Richtung Jago. 41,6 mittlerweile auch Richtung Smoker. Da passiert erstmal nichts. Gitano. 2,4 Sekunden Richtung Philipp. Der hat ein bisschen Pace rausgenommen, hat einen rot blinkenden Tank. Nach hinten Richtung Nickname. Dann kommt jetzt natürlich auch wieder Richtung Philipp näher. Will da wenigstens noch Platz Nummer 5 haben. Justin, it's Hammer Time. 10,8, aber davon noch Richtung Mojo, also nach hinten harter Luft. Da passiert erstmal nichts, wenn ihm jetzt kein Fehler passiert. 27,2 hat Mojo nach hinten Richtung Papierdrache. Der hat einen Hanky hinten dran. Hier geht nochmal um Platz Nummer 8. 4 Runden sind noch zu fahren. Ich denke, ich muss hier nur ruhig bleiben. Moin, Narasch. Einen wunderschönen guten Abend auch dir. Schön, dass du dabei bist. Henki hängt immer noch am Papierdrache dran. ...2,5 nach hinten Richtung Klecks. Da ist also noch Luft. Henki muss jetzt aber irgendwie am Papierdrachen vorbei.
ist da nicht. Wo ist denn Mr. Freezy gerade? Mr. Freezy ist hier hinten auf Platz Nummer 14. Hat noch 3,3 Sekunden nach vorne Richtung Joe. Hat aber auch 36,3 nach hinten Richtung Volley. Also nach hinten gehe ich von aus, passiert erstmal nichts mehr. Nach vorne ist noch alles offen. Lieber Narasch. Also Mr. Freezy fährt hier sauber stark. Dann auch vorne nochmal in der Bar. Nochmal für 4 Runden nachtanken. Ui, okay. Na dann push, push. Da geht noch was. Definitiv, da stimme ich dir zu. Na rasch, Mr. Freezy. Push, push, da geht noch was. Komm, hol dem wenigstens noch einen Joe. Fangen wir klein an. Hol dir erstmal Joe. 3,1. Warten ab. Ciao, 11,5 nach vorn Richtung Chris. Jago auch dran am Exzellent vorbei. Hat sich jetzt zwischen die zwei NACs gesetzt. Also jetzt mittlerweile NAC, SBM und NAC auf dem Tröpfchen. Du bist gerade auch schon mal, dass jetzt SBM auf Platz 2 steht. Chris war 10,5 nach vorn, 55,7 dafür Richtung Leroy. Der hier versucht nochmal am Klecks vorbeizugehen. Kann aber nicht mehr so viel pushen, da muss nämlich nochmal durch ran. Klecks kann er draußen bleiben. Klecks hat da mehr im Tank. 2,6 nach vorne jetzt Richtung Hinkel, jetzt schiebt Leroy Klecks, wo ich das sage, zieht da nebendran vorbei, geht am Klecks vorbei auf 10. Immer noch ist Klecks hinten dran. Klecks wieder am Leroy vorbei. Noch ist es eng, noch ist Leroy hinten dran, es geht um Platz 10. Papierdrache drin, Leroy geht rein. Henki, damit 8, Klecks 9. Und dann hier nochmal nach vorne durchgucken. Philipp hängt fast am Nickname dran. Nach vorne Richtung Mojo. 16,1 Richtung Gitano. 7 Sekunden nach vorne Richtung Smoker. 34,5 Richtung Excellent. 18,2 nach vorne Richtung Jago. Der muss aber, denke ich, auch noch mal rein. Weiß ich nicht, ob das reicht. Reicht das noch 3 Runden? Schon kommt jetzt auf jeden Fall durch. Smoker auf dem Blocker durch. Gitano weiß ich nicht, ob er nochmal Reifen wechselt. Mojo definitiv kommt auch durch. Muss nicht mehr an die Box. Nickname genau dasselbe. Der kann jetzt auch durchfahren. 1,3 Richtung Philipp. Der kommt auch durch. 3 Runden noch. Henki weiß ich nicht. Geht bestimmt auch nochmal rein. Klecks weiß ich nicht. Kann ich beurteilen. Papierdrache war genauso wie Leroy. Freezy. Müssen wir abwarten, 33,8 Richtung Leroy. Ging aber am Joe vorbei.
nochmal tanken war. 7,6 jetzt Richtung Freezy, der sich jetzt auf Platz 12 einsortiert hat. Wenn man weiter Zeit Richtung Leroy gut macht. Chris 45,1 Richtung Wolli, der in der Box ist. 7,8 nach vorne Richtung Joe. Wolli steht. Na, Jago verliert Zeit. Aber Excellent war ja auch in der Box. Hat definitiv die fitteren Reifen. Und natürlich durch den vorderen Tank ein bisschen mehr Power. So, Jago immer noch 14,8 vor Excellent. 37,4 Richtung Smoker. Chitano 11 Sekunden auf Platz Nummer 4. Mojo 5,7 hinter Chitano 28,1 nach hinten Richtung Nickname. 8,5 Richtung Klecks. 1,5 nach hinten Richtung Hanky. Holt sich vielleicht noch Platz Nummer 7. 3,7 Richtung Philipp. 30,2 Richtung Papierdrache. Der muss aufpassen. Leroy ist nah. Bleiben wir doch bei den Zweien. Kampf um die Top 10. Platz 1 zurückgekommen. Ja, wo muss er nämlich nochmal rein? Bleibt hinter Papierdraffer. Hanky hier sich aber Klecks und Philipp geschnappt. Hanky auf
Platz Nummer 7. Wird aber, denke ich, nicht mehr weit kommen mit dem Sprit, muss also auch nochmal rein. So auf Platz 4, Gitano in der Box. Kommt nochmal mit der Medians raus. Mojo 17 Sekunden Luft, Henke in der Box. Ich komme mal in Richtung Smoker. Ja, wo 19,1 Richtung Teamkollege, 21,7 nach vorne Richtung Excellent. Da wird es hier durchziehen. Wolli 15. 4,16 nach vorne, ganz vorne, eine Minute noch, 6 nach vorne Richtung Chris, der schon wieder Richtung Gras rausfährt. Macht der Rasenmäher. Klecks auch nochmal drin. Joe auf 13. 5,1 in Richtung Mr. Freezy. Richtung Platz Nummer 11. Klecks auf Platz Nummer 11. Henke auf 10. Wieder raus. Papierdrache haben die Roy dran. Ganz in Kontakt. Aber alles sauber. Haben noch Henke weg Richtung Papierdrache. Kommt jetzt natürlich Richtung durch den Zweikampf mit Leroy näher dran. Rausgekommen, habe ich da gerade nicht drauf geachtet. Papierdrache damit Platz 8, Henke auf 9. Leroy hängt jetzt aber am Henke dran. Papierdrache 2,6 Sekunden Luft. Lex kann natürlich auch Zeit gut machen, 10,9 Sekunden. Richtung Henke. Da hat er ein bisschen Zeit verloren.
20. Wechseln immer noch 23,3 nach hinten Richtung Jago. 33,46. Jetzt schraubt die Zeit schon wieder weiter nach oben. 34 Sekunden Richtung Smoker. 28,4 nach hinten Richtung Mojo. Der sich stark und sauber auf Platz 4 hält. 19,4 nach hinten Richtung Gitano. Der sich hier sauber auf Platz 5 hält. 7,2 Richtung Ning Ning. Der sich stark auf Platz 6 durchgesetzt hat. Und Jagd Richtung Gitano macht. 17,9 Richtung Philipp. 31,3 nach hinten Richtung Papierdrache. Da ist erstmal keine Gefahr. 4,5 Richtung Henki. Der hat hier schon wieder Leroy hinten dran. Da geht Leroy, wie wir hinkommen. Auf die Wiese raus. Geht fast quer. Kann abfangen. Verliert aber wieder Zeit. 2,8. 3,1. 3,2. Da schraubt sich die Zeit nach oben. Also Henki wieder 4 Sekunden weg. Richtung Leroy. Auch schon auf 7 Sekunden rangekommen. 27,2 nach hinten immer noch Richtung Mr. Freezy, der jagt jetzt hier Richtung Klecks, um nochmal Platz 11 vielleicht mitzunehmen. Warten wir mal ab, ob da noch was geht. Und muss aber aufpassen. 3,2 hinten noch Joe weg. Der hat 16,3 Richtung Chris. Und dann wiederum 1,4 Richtung Wally. Da ist auch die Luft, da wollen wir raus, da geht glaube ich nichts mehr. Oh, Mr. Freezy hier mit der Wiese. Kommt dazu weit raus, holt sich einen Schaden. Dadurch wird natürlich Joe hinten dran. 1,1 Sekunden nur noch. Geht hier auch mit dem Lambo fast quer. Kann aber abfangen. Das war wohl noch. Schon eine Sekunde Richtung Mr. Freezy. So viel Zeit ist das nicht mehr. Jetzt holen wir uns dafür die Zeit raus. Und der Wagen kommt auch schon wieder Joe näher. Freezy dran, kommt da näher. Holt er sich nochmal Platz 12 Richtung Ende. Hat Joe wieder ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen. Und wenn ich dann sage, da schraubt er sich schon daran. Ich krieg doch die Krise. Der macht's hier spannend. Letzte Nummer weg. Döttinger höher. Kommt Joe ran.
ob da irgendwas zeigt. X-Ren 736260, hat da noch mal einen rausgehauen. Da haben wir einen getoppt. Dann gehen wir in die normale Perspektive. Wir müssen schon mal eins noch Richtung. Ja, wir hatten in der 12. Runde auch die Zeit rausgehauen. Also vorletzte Runde bei X-Ren. Geht X-Ren raus auf die Wiese. Kommt zurück. Leichter Quersteher, gerade abgefangen. Lass die Wiese weg. Bleib ruhig. 24,3 Sekunden hast du noch nach hinten. Fahr jetzt nicht, als wärst du. Bleib ruhig da vorne. Ja, wo man noch 39,9 nach hinten Richtung Smoker. In der vorletzten Runde 18,7. Mojo ebenfalls die vorletzte Runde. 19,5 nach hinten. Richtung Titano 3,3. Richtung Nickname. Da könnte es vielleicht nochmal spannend werden. 19,6 Richtung Philipp. 34,4 Richtung Papierdrache. Richtung Henki, 6,8 Richtung Leroy mittlerweile, der verloren hat. Richtung Henki, 11,6 nach hinten Richtung Klex. Der sich jetzt auf Platz 11 angekommen fühlt. 22,2 Richtung Joe. Der auch am Freezy vorbei ist. Freezy damit wieder auf 13, hat auch irgendwo einen Frontschaden. Da also irgendwo ein Einschlag. 11 Sekunden Richtung Chris. Der könnte jetzt nochmal näher kommen. Muss Greasy aufpassen. Aber auf jeden Fall starker 13. Platz. In der vorletzten Runde. Die müssen wir mal abwarten. Und so auch in der vorletzten Runde. Hier ist auch Döttinger, wird jetzt also gleich in seine letzte Runde gehen. X-Ren. Vielleicht auch letzte Runde für Jago. Noch starke 22,1 nach vorne. Noch starke 43,5 nach hinten Richtung Smoker. Der gerade auch die Dörtinger fährt. Mojo 19 Sekunden hinten dran. 19,2 nach hinten Richtung Gitano. 2,2 jetzt Richtung Nickname. Und 20,1 Richtung Philipp. 35,1 nach hinten Richtung Papierdrache. 13,4 Richtung Henki. 1,4. Leroy jetzt schon wieder hinten dran. Mega
Zeit. Definitiv, definitiv. 10,6 hat Klecks Richtung Show. Platz 9 vor Leroy beschützen. Haut Leroy hier nochmal einen raus und schnappt sich Henki. Vorletzten Runde. Fast vorletzten Runde. Leroy geht noch mal dran vorbei. Aber noch ist Henki hinten dran, noch ist nichts entschieden. Noch kämpft Henki mit Leroy. Das hängt hier aber dran, wenn noch eine knappe Sekunde jetzt zwischen den Zweien steht. Show jetzt. Letzte Runde. Ich hab's gehört. Und letzte Runde. Freezy noch mal rein. Oh. Das so gut war. Chris auf Platz 13 dran vorbei. Wolli. Jetzt sehen wir noch. Und das ist. Leichter Drift hier von Wolli. Kommt aber auf jeden Fall durch. Hat auf jeden Fall noch genug. Ist jetzt Döttinger Höhe. Aber wir dürfen hier vorne Exlen nicht außer Acht lassen. Die ganze Zeit schon. Hier häng ich schon. Henki 1,7 auch nur noch Richtung, also 1,8 jetzt Richtung Leroy. Jetzt verliert er Zeit, Leroy. 12,7 noch Richtung Papierdrache. Ich finde mein Bild gerade mega. Es kommt natürlich nicht hinterher, aber schöne Bilder sind trotzdem. 37,1 nach vorne Richtung Philipp. Nickname 21,4. Luft nach hinten. Jetzt ist aber 1,1 Richtung Gitano rangekommen. Mojo auch noch ein. Und noch 14,6. Von Gitano weg, aber das ist genug Luft. Und
Titano und No Nickname sind hier noch im Zweikampf. Wenn auch 1,1 Sekunden dazwischen ist. Nickname blinkt auf rot, also der wird hier auch definitiv gleich nichts mehr im Tank haben. Kommt aber Gitano näher. Also Nickname pusht hier nochmal, was das Zeug hält. Aber wir gehen vorne gucken. Das war exzellent, hier nicht außer Acht lassen. Der wird aber auf der Lanke rein gleich nochmal abgebremst. Richtung Iago. Wir bleiben aber jetzt definitiv vorne bei Excellent und nehmen uns hier die Zieleinfahrt von ihm mit. Toll. Nickname also nochmal knapp am Ende. Geht da vorbei. Aber wir gehen definitiv nach vorne. Noch haben wir noch ein paar Meter. Dann hat Excellent es hier geschafft. Sich wird da Zetti durchzusetzen mit dem Z4. Da kommt er rein und da rollt er gleich auch mit den letzten Tropfen. Glückwunsch an Excellent für Platz 1. 24,4 dahinter. Kommt dann auch Iago. Letzte Tücke. Er blinkt hier komplett rot. Starker Platz. Nummer 2 geht an Iago. Der nochmal kurz zurückhüpft. Immer weiter fährt Smoke. Schwäge Smoker hier. Den starken dritten Platz mitbringt. Also Doppeltreppchen für NAC. Für Nexus. Hat auch noch 28,4 nach hinten Richtung Mojo. Setup. Festgelegte LP. Letzte Tücke hier auch nochmal für Smoker. Kommt also auch mit dem letzten, wir sehen es, mit dem letzten Tropfen hier rein. Nur eine Runde und die werden alle drei vorne leer. Starker dritter Platz, Smoker. Glückwunsch. Mojo fährt hier in der Luft. Da ist die Strecke. Sehr, sehr schön, dass auch Mojo blinkt komplett rot. Was macht ihr denn? Glückwunsch ans Podium von Flua. Definitiv Glückwunsch, Mojo. Kommt auf Platz Nummer 4. Den nimmt ihm keiner. Starker vierter Platz für LMP. Mojo fährt trocken rein. Hat er keine Lust mehr zu feiern. Nickname hat sich vor Gitano noch gesetzt. Kommt hier auf Platz 5 rein, Gitano auf 6. Philipp Cruz hier noch auf Platz 7, auch roter Tank. Glückwunsch ans Podium kommt auch von Lago. Also wir haben hier Philipp auf stark im 7. Platz. Ja, kannst dich freuen. Hat ja auf 40 Sekunden Richtung Papierdrache, der für mich wirklich die beste Lackierung hatte. Einfach mal ein Krümelmonster. Ich finde die Lackierung mega süß. Hat auch stark gekämpft. Konnte sich mit dem Porsche hier super durchsetzen auf Platz 8. Glückwunsch, Männers. Kommt da auch vom Nils. 40,8 nach vorne, wie gesagt, Richtung Philipp. 18,9 Sekunden. Konnte dann Henki im Lambo hinter sich balden. Hey. Da kommt er rein. Auch ohne Emotionen. Henki darf gar nicht mehr rein. Also nochmal großes Glückwunsch an Excellent für die Pole im BMW Z4. Sechsunddreißig zwei ist ja Holla, definitiv, definitiv.
Damit verabschiede ich mich aber auch von euch. Ich bin morgen eventuell mit meinem Kanal live, ansonsten bin ich Co-Kommentatorin wieder bei Senior Esports. Schaltet da auch gerne rein. Fahren auch immer sehr schöne, interessante Rennen. Morgen ist auch Halloween Night. Also seid auf jeden Fall wieder dabei, wenn ich wieder live bin. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend. War mir eine Ehre, hat Spaß gemacht. Bis dahin. Ciao, ciao.